Sie hatten es fast geschafft. Quill freute sich schon auf den Gesichtsausdruck der launischen Kröte, wenn sie direkt zu Vadas Thron marschieren würden. Sieht so aus, als könntest du wohl doch mit Vada sprechen, bemerkte die Kröte selbstgefällig. Danke für deine Hilfe, Kröte. Einem Nager helfen? Quakte er empört. Niemals. Jetzt geh Vada auf die Nerven, wenn du es für nötig hältst. Etwas Unterhaltung wäre nett. Quill trat mit dem Selbstvertrauen eines Champions an Vadas Thron heran. Prophetin Vada, Sarfok ist tot, verkündete sie stolz. Mein Leser und ich treten an dich heran, um dich um Hilfe zu bitten. Der Wind hat die Kunde eures Siegs bereits überbracht, Zweigespann, antwortete Vada. Und wir danken dir dafür, dass du unser Land sicherer gemacht hast. Wir würden uns geehrt fühlen, wenn wir dir und Argus sicheres Geleit zurück zur Waldlichtung geben dürfen. Hab Dank, antwortete Quill. Aber Moss wird niemals sicher sein, bis die gesamte geschmiedete Armee besiegt wurde. Ich wurde auserwählt, das Glasrelikt zu beschützen. Und mit den Elfen an unserer Seite können mein Leser und ich sie alle in Besitz nehmen und die Herrschaft der Geheimnisvollen beenden. Vada lauschte diesen Neuigkeiten mit weit aufgerissenen Augen. Nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Wut. Das Glasrelikt darf nicht zusammengesetzt werden, schäumte Vada. Wir haben es aus gutem Grund getrennt. Und jetzt will eine junge, naive Maus es wieder vereinen? Quill war überrascht, aber ließ es sich nicht anmerken. Die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten wiederholen sich immer wieder, entgegnete Vada schroff. Der Letzte, der es gewagt hat, dieses Fünf-Glas-Relikt in den Händen zu halten, hat unser aller Leben aufs Spiel gesetzt. Ich werde dir helfen, Zweigespann. Dabei, das so wichtige Gleichgewicht wiederherzustellen. Gib uns das grüne Glas-Relikt zurück.
denk nur darüber nach, wie unsere Reiche vor der Nacht des Feuers in Frieden und Wohlstand lebten, als das Glasrelikt getrennt war, fuhr Werder fort. Es ist deine Pflicht, die versenkten Schwingen, die den Himmel beherrschen, davon abzuhalten, unser aller Ende einzuläuten. Mein Onkel Ares, Kommandant der königlichen Wache, hat mich und den Leser damit beauftragt, den Frieden wiederherzustellen. Wir werden uns den Geheimnisvollen stellen und uns ihr Glasrelikt holen. Es ist der einzige Weg, pochte Quill. Argus irrt sich gewaltig, erwiderte Varda vor Wut kochend. Bist du hier, um Gott zu spielen, Leser? Rief sie in die Leere. Darum geht es also! Hältst du dich für so weise, dass du unser aller Schicksal bestimmen kannst? Wir werden diesen Krieg alleine führen, wenn es sein muss, verteidigte Quill ihren Partner. So sei es! Lasst sie passieren! Befahl Varda ihren Soldaten. Und dann verschließt jedes Portal, das hierher führt. Ich hatte gehofft, du wärst klüger als Argus, mein Kind. Ich bete, dass unser Schicksal davon nicht berührt wird. Auf dem Weg zurück zum Schloss sprach ihr die Kröte auf ihre eigene barsche Art ihr Beileid aus. Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen. Dein winziges Gehirn kann all die Zusammenhänge unmöglich verstehen. Gib auf dich Acht, Fellknäuel.
Je weiter Quill wanderte, desto schlechter fühlte sie sich. Onkel Argus hatte an sie geglaubt und sie war spektakulär gescheitert.